Kapitel 16. Ist es immer Unrecht? Nach dem Ende der Rast sollte es also endlich auf den wahren Weg gehen. Der Weg in Omegons Wurzelwelt. Den Weg zurück nach Trubelstadt traten die Pokémon der Gruppe mit Hilfe beider Lapras, die immer noch warteten, an. Während dem Abstieg vom Vulkan erspähte Ash auch Entei erneut, der von einem Cliff herabstarrte. Sein Blick zeugte von Missgunst. Doch mehr als diesen Blick gab er nicht ab. Weshalb auch? Die Eindringlinge gingen ja endlich. Zumal er sich wohl auch besser nicht noch einmal mit ihnen anlegen wollte. Und die Ungeduld in der Gruppe wuchs auch. Darkrai kannte klar den Weg. Doch immer noch sagte er nichts Genaues über den Standort. Ja, es machte wahrscheinlich wenig Sinn, das Ganze irgendwie zu beschreiben, weil kein Mon der Gruppe diese Welt kannte. Aber trotzdem schürte es Ungeduld. Am meisten zeigte sich diese in jenem Pokémon der Gruppe, die nun durch Asche geführt wurde, welches in Zeiten Flammes noch nicht einmal dazugehört hatte. Mew. Hyperaktiv war das Pokémon schon auf der Reise mit Sol immer gewesen. Aber inzwischen wurde es zu einer wahren Rastlosigkeit. Nur ruhig, Mew. Ich weiß, du willst die Geheimnisse deiner Welt kennenlernen, aber wir sind bald da. Vielleicht schaffen wir es sogar heute noch. Mit jedem Schritt rückte das Ende näher. Und noch war Funkenherz-Training nicht an dem Punkt, an dem es bestenfalls wäre. Gerade jetzt, wo sie zusammen mit ihrem Freund trainierte und allgemein weniger belastet war, wuchs auch der Erfolg wieder stark an. Im Groben konnte Funkenherz alle 5 der Emotionen steuern. Aber es blieben heftige Unsicherheiten, ähnlich wie bei Latira selber. Der einzige der 3, der das Emotionsrad konsistent nutzen und aufrechterhalten konnte, war Sol. Insgesamt vermutlich inzwischen der Beste im Emotionskampf von den 3. Allerdings blieb ihm das große Handicap, die offensiv wichtigste Option, den Hass, wirklich gar nicht zu beherrschen. Die 4 anderen Emotionen wirkten wirklich perfektioniert. Sol war wohl schlicht ein zu friedseliges Pokémon, um wirklich zu hassen. So wanderte die Gruppe also durch Trubelstadt und weiter. Der Regen blieb natürlich weiterhin ständiger Begleiter. Er würde auch nicht schwinden, bis nicht Omegon fiel. Oder dieser Weltenbaum. Beinahe war der Gedanke sogar beruhigend, dass das Team sich bald wieder in einem Weltenbaum wiederfinden würde, dessen Natur friedlich, gar übernatürlich prächtig war. Der nächste Teil der Wanderung führte auf einen hohen Berg. Definitiv der Teil der Reise, welcher für Asche bisher am schwersten war. Zumindest seit dem Annehmen dieser Form. Beinahe hatte er gehofft, dass die Verwandlung seines Körpers bei seiner Entwicklung die Effekte seines Drogenkonsums rückgängig gemacht hätte. Aber so einfach war es dann doch nicht. Asche musste mit den Konsequenzen leben. Ein schauriges Gefühl durchfuhr ihn, als würde sein Blut zu Eis gefrieren und es schwand und schwand einfach nicht mehr. Eine Unruhe bildete sich, als wäre es unvorstellbar, nur für eine Sekunde stillzustehen und eine Nervosität als starre Augen aus jeder Richtung. Es war nicht das erste Mal, dass Asche dies fühlte. Aber es war das erste Mal, dass er nicht einfach etwas von dem täuschenden Kraut nehmen konnte, um diese Gefühle zu unterdrücken. Stattdessen musste er jetzt dadurch. Aber zumindest für nun gelang ihm dies auch. Und das gerade rechtzeitig. Denn während dem Aufstieg auf den Berg machte Darkrai eine überraschende Kurve. Mitten in einen Busch. Verwirrt folgte Asche, um einen versteckten Höhleneingang zu finden. Und wirklich nicht in eine kleine Höhle. Er schien es beinahe, als wäre der gesamte Berg innen hohl. Und ein kleiner Abstieg führte in einen riesigen Raum. In diesem ein Weltenkern.
Asche, Soll und Funkenerz kannten so einen, bereits aus der Zweigwelt Omegons. Allerdings gab es dieses Mal einen großen Unterschied. Dem Felstor fehlte nämlich ein Stück. Hier sind wir. Der... Darf ich das Stück einsetzen? Bitte gib's her! Etwas amüsiert stoppte Darkrai, was wohl ein epischer Monolog werden sollte. Nimm's mir nicht übel, Mew, aber der Splitter ist wirklich sehr wichtig und... Du bist nicht immer der Geschickteste. Ich kümmere mich selber darum. Nein, ich brauch den Stein! Beruhig dich, es ist nur ein Stein. Nur ein Stein? Es ist der Weg in Omegons Wurzelwelt! Ihr könnt nicht einfach... Mew stoppte sich selber im Satz. Was ist hier gerade los? Darkrai, ist es immer unrecht, wenn man etwas verheimlicht? Nun, du weißt, wen du fragst. Ich habe oft genug für das, was ich für richtig halte, gelogen. Also, was ist los? Ist es falsch zu lügen, wenn das Schicksal selbst es von einem verlangt? Ohne zu zögern schossen blutrote Flammen hervor, welchen das kleine, pinke Pokémon entging. Vollkommen bereit für einen Angriff. Er hätte dem Mon wirklich nicht vertrauen dürfen. Wobei, ein Mon bist du wohl nicht wirklich, habe ich recht? Nur wüsste ich gerne, warum hast du uns bis hierhin begleitet? Hinter Asche sammelte sich bereits der Rest der Gruppe. Es war bereits jedem klar, was hier vorging. Meine Aufgabe war es, diesen Ort zu finden und den Splitter zu bekommen. Dann könnte ich den Durchgang öffnen und Omegon schließt ihn wieder. Und schon wäre das Schicksal erfüllt. Wieso müsst ihr es allen so schwer machen? Sogar euch selber. Anstatt dass ihr einfach einseht, dass es zu spät ist. Ihr habt so viel Hoffnung in eine Zukunft, die gar nicht sein kann. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, wie ihr noch glaubt, Omegon stoppen zu können. Also bist auch du eine Stimme des Lebens. Es macht wohl Sinn. Gleichzeitig hatte ich immer gedacht, eure Sorte wären Mitstreiter der Weltengeister. Es ist schade, dass ich mich wohl so getäuscht habe. Und noch mehr bereue ich, dir nun gegenüberzustehen. Und es zu müssen. Die Weltengeister haben sich seit jeher für mehr gehalten, als sie es wirklich sind. Sie verstanden nie, dass sie und alles Leben ihnen direkt immer noch unter dem ersten Weltenbaum unterstehen. Dem Schicksal. Nur weil es nicht ihr Element ist, hört es nicht auf, das Element aller Materie zu sein. Omegon wusste als einziger, was der richtige Weg ist. Er hat das Schicksal auf seine Seite gezogen, anstatt wie ihr dagegen anzukämpfen. Er hat seinen Weg gekannt, doch aufgezeigt, warum seine Vision des Existierens die wahre ist. Ihr hingegen kennt nur den Weg der Gewalt. Die Worte, die das kleine, scheinnaive Pokémon hier sprach, klangen beinahe wie aus dem Munde Omegons selber. Und wer konnte sagen, dass es nicht tatsächlich so war? Die Stimmen verhielten sich, als wären sie nichts als bloße Puppen des Schicksals. Und dieses hörte auf niemanden. Zumindest für die längste Zeit. Denn nun hört es auf den Gott des Sternlichtes. Niemand sonst würde den Pfad Omegons den des Friedens nennen. Doch es änderte nichts am Resultat. Eine weitere Stimme des Lebens stand im Weg zum Ziel. Ein weiterer Funken einer lange verendeten Welt, der sich in den Lauf der Gegenwart einmischen wollte. Wollen wir das hier wirklich fortsetzen? Oder ist uns allen klar, dass hier nichts entstehen kann als ein Kampf? Eure ersten weisen Worte, der ihr scheinbar nicht die schlaue Alternative wählen werdet und mir euren Stein nicht gebt, wird es wohl nicht anders gehen. Ich würde sagen, dass es mir leid tut. Aber ich bin nicht Trikephalo. Ich werde nie Verständnis für die Sturheit von euch Sterblichen zeigen, also. Einige der Felsen in der großen Höhle begannen zu schweben. Trefft euer Schicksal!
Sie hatten Trikefalo bereits besiegt. Und dieses Mal war die Gruppe um Welten stärker als noch gegen die Stimme des Sturmes. Asche war optimistisch, dass dieser Sieg ihrer sein würde. Doch deswegen durften sie einen Feind wie Mew nicht auf die leichte Schulter nehmen. Zoll hingegen fand sich eher etwas enttäuscht. Er hatte Mew auf der gemeinsamen Reise nie wirklich kennengelernt, war ihm nicht nahe gekommen, hatte nie viel mit ihm geredet, aber trotzdem kam ihm das pinke Wesen nicht wie ein Verräter vor. Aber vom Schicksal geleitet, konnte man ihm wohl auch nicht die Augen der Wahrheit gegenüber öffnen. Anders als er es bei Funkenherz gekonnt hatte. Sie und er waren beide nun deutlich fortgeschrittener mit ihrem Emotionskampf, als es bei Trikefalo noch der Fall gewesen war. Waren sie vielleicht ein Schlüssel? Zoll erinnerte sich noch gut daran, wie ein einzelner Hieb voller Hass von Funkenherz die Stimme des Sturmes Welten mehr geschadet hatte, als jeder andere Angriff zusammen. Vielleicht war es aber auch nur die Überraschung und oder die Wirkung des Eises auf ein Wesen aus Wasser gewesen. Aber schaden würde die Stärke so oder so nicht. Im Kampf an sich gab es zwei primäre Unterschiede zum Duell gegen Trikefalo. Einmal war es der Typ. Während in der Gestalt als Drache Unlicht-Pokémon die Stärke beinahe alle Angriffe der Gruppe reduziert wurde, war der reine Psychotyp Mews eine sehr bescheidene Waffe gegen eine Gruppe an Feinden wie diese. Darkrai hatte wahrlich gar keine Probleme, während jedes einzelne Pokémon der Gruppe zwar nicht vom eigenen Typen her im Vorteil war, aber trotzdem Angriffe beherrschte, die gegen Psycho mächtig waren. Diese Angriffe waren Spukball im Arsenal von Asche und Latira, sowie Knirscher von Zoll und Funkenherz. Der zweite große Unterschied war allerdings das Verhalten des Feindes. Trikefalo hatte gekämpft, um zu vertreiben. In seiner Pokémon-Gestalt noch wirklichen Rückhalt gezeigt. Er wollte seine Feinde eigentlich nicht verletzen. Mew hingegen interessierte der Zustand seiner Feinde wenig. Nein, das war auch nicht wahr. Das vorhin noch so scheinfreundliche Pokémon freute sich über den Schmerz, den er verursachen konnte. Diese Pokémon standen dem Schicksal gegenüber. Selbst Sklaven wären würdevoller. Diese paar Pokémon waren Abfall, Unkraut im Garten der Existenz, nichts als Hindernisse. Doch wie sehr konnte dieser Hass ausgespielt werden? Es gab zwar manche Unterschiede zwischen Trikefalo und Mew, aber die Stärke der beiden in ihrer Gestalt als Pokémon gehörte nicht dazu. Trikefalos Duell hatte sich angefühlt wie ein Kampf gegen eine etwas wehrhafte Wand. Dieser Kampf war dasselbe, nur hatte das Team seit dem Kampf gegen Trikefalo einen metaphorischen Vorschlaghammer gefunden. Nun, und Mew war offensiv etwas gefährlicher, da er zwar etwas weniger Kraft scheinbar hatte, aber dafür ein deutlich größeres Arsenal, in welchem sich scheinbar so ziemlich jeder Angriff befand. Und es wirkte in den Augen des gewöhnlichen Pokémon irrsinnig, dies überhaupt zu denken, aber Mew war halt nicht mehr als ein mystisches Pokémon, nur eine Stimme des Lebens. Für ein Team, welches sich hier im Kampf gegen das Sternlicht gebildet hatte, brauchte es mehr. Weit mehr. Weit mehr als die Pokémon-Form einer Stimme des Lebens. Doch war es wirklich zu erwarten, dass dieser Kampf so simpel werden würde? Nein. Nach Trikefalo war eindeutig, was noch geschehen würde. Nun gut, ich kann nicht wirklich behaupten, dass ich etwas anderes erwartet hatte. Trikefalo ist zu zurückhaltend, aber dass ich euch in dieser Gestalt bezwinge, habe ich wohl nicht vermutet. Aber heißt das wirklich etwas? In der Pokémon-Form sind wir Stimmen beinahe wie Sterbliche. Beinahe. Aber das Schicksal hat seine Entscheidung schon lange getroffen. Und wird diese durchsetzen. Also, ihr alle wisst, was nun bevorsteht.
Allerdings sind die Schatten weit mächtiger als das bisschen Wind und Wetter. Der Sturm stand in dieser Welt auf keinem Schritt im Weg. Er ist schwach. Die Schatten hingegen haben die Macht, euer Lebenslicht zum Erlöschen zu bringen. Heißt, ihr habt noch ein letztes Mal die Chance, mir den Splitter zu geben und euch in Omegons Wurzelwelt zurückzuziehen. Der zukünftige Alleinherrscher gibt jedem die Chance, Teil seines Reiches des Friedens zu werden. Selbst euch. Seine Gnade endet nicht, selbst für die Uneinsichtigsten. Also, du solltest die Antwort kennen, Mew. Ich stand schon immer für die Weltengeister. Für die Weltenbäume kämpfe ich bis zum letzten Atemzug. Ein Atemzug, den schon eine von euch Stimmen genommen hat. Und wenn du glaubst, dass es heute anders wird, dann bist du der Fehlgeleitete. Dein Schicksal wankt unter unserer Entschlossenheit und Hoffnung. Darkrai, du Narre, verstehst nicht, dass Hoffnung allein ein Konstrukt des realitätsfernen Verstandes ist. Nicht als eine Einbildung. Dir gegenüber steht das Schicksal, die harte Wahrheit dessen, was ist und was sein wird. Und eure Gedanken sind klar genug. Ich wollte euch noch einmal eine Chance geben. Aber ihr hofft, anstatt zu verstehen. Ein glühendes Leuchten erstrahlte hinter dem mystischen Pokémon. Und deshalb wird euer Schicksal nun besiegelt werden. In einem letzten Akt der Welten, wie sie sind. Und im ersten Zeichen des ewigen Kaiserreiches.